Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Hardware-Review. Mein Name ist Michi, ich bin wie immer euer Tech-Trickser und in diesem Video haben wir die Master Liquid 240 aus dem Hause Cooler Master. Dies ist eine Kompaktwasserkühlung und wenn ihr noch mehr von solchen Wasserkühlungen sehen wollt, dann stimmt doch bitte jetzt rechts oben ab und nun nach dem Intro viel Spaß! Vorweg möchte ich hier noch dazu sagen, dass dies keine Produktplatzierung ist und ich diese Kompaktwasserkühlung selbst erworben habe. Eine Einblendung bezüglich der Produktplatzierung habe ich nur vorsorglich aktiviert, da die Rechtslage bei solchen Produktreviews noch nicht genau geklärt ist. Den Kauflink und eine Alternative findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Mit der Master Liquid 240 hat Cooler Master hier eine sehr leistungsstarke und vor allem kompakte Wasserkühlung gezaubert, die jeder ohne Probleme verwenden kann. Im Lieferumfang enthalten ist der 240mm Radiator, welcher über eine sehr robuste Pumpe verfügt, die ich allerdings als etwas klobig und groß empfinde. Einen riesigen Pluspunkt gibt es hier bei den Schläuchen, welche gesleeved und sehr robust sind, wobei wir hier gleich zum nächsten Minuspunkt kommen. Leider sind die Schläuche sehr steif, sodass der Einbau und das Verlegen in den engen Gehäusen sehr schwer wird. Auch in meinem MIDI Tower von Be Quiet musste ich die Schläuche so biegen, dass sie in den Laufwerkschacht hineinragten. Andernfalls wären sie gegen die Scheibe der Seitenwand gestanden. Des Weiteren im Lieferumfang enthalten sind zwei hauseigene Lüfter von Cooler Master, ein Y-Kabel, womit man die beiden Lüfter auf einen Lüfteranschluss gemeinsam betreiben kann, Wärmeleitpaste von Cooler Master und ein komplettes Verschiedenungssortiment für die verschiedensten Sockeltypen, darunter auch ein AM4-Kit für die neuen Ryzen-Prozessoren. Der Einbau ging recht einfach, alte Wärmeleitpaste vom CPU entfernen und die Halterung des Crosshair 6 Hero montieren, falls diese wie in meinem Fall entfernt wurde. Natürlich muss im Vorhinein das AM4-Kit auf der Pumpe befestigt werden. Diese Schritte sollte man je nach Sockeltyp einfach nach der Anleitung verbauen, um Schäden an Pumpe und der CPU zu vermeiden. Als nächsten Schritt habe ich den Radiator an meinem Gehäuse mit den Lüftern befestigt. Hier in meinem Fall sitzt der Radiator im Gehäusedeckel und die Lüfter innerhalb des Gehäuses, um Platz zu sparen. Danach musste nur noch die Wärmeleitpaste auf dem CPU aufgetragen werden und die Pumpe auf dem CPU befestigt werden. Die Befestigung auf dem CPU war sehr leicht, da man lediglich die kleinen Schlaufen auf der Pumpe in die Befestigungshaken am Mainboard einführen musste und mittels der Schrauben festziehen, bis die Pumpe fest sitzt. Zu guter Letzt habe ich nur noch die Pumpe am Mainboard angeschlossen, die sehr unflexiblen Schläuche schön verlegt und die Lüfter mittels des Y-Kabels am CPU-Lüfteranschluss angeschlossen. Ich habe diese Kompaktwasserkühlung nun schon mehrere Wochen in Betrieb und habe fast nur Positives zu berichten. Zwar habe ich ein paar Kleinigkeiten zu beanstanden, die mir nicht ganz gut gefallen haben, aber ich denke mal, dass die nicht zu gravierend sind. Das Aussehen der Pumpe ist leider sehr unschön, da die Pumpe so klobig und unschön ist, wobei das beleuchtete Logo mir sehr gut gefällt. Endlich mal ein Weiß, das auch wirklich weiß ist und nicht einen Blaustich besitzt, so wie die meisten LED-Stripes. Was ich mir bei der Pumpe sehr gewünscht hätte, ist ein farblich steuerbares Logo, das ich sogar vielleicht mit meinem Asus Mainboard synchron leuchten lassen kann. Die Pumpe ist mit ihren 2700 Umdrehungen wenig hörbar und läuft sehr geräuscharm. Bei meinem Be Quiet Gehäuse hört man im Desktop-Betrieb so gut wie gar nichts und bei höheren Temperaturen nur ein leichtes Rauschen. Eines ist mir wirklich negativ aufgefallen, und zwar hat die Pumpe bei längerer Inaktivität öfter mal bei dem ersten Startversuchen angefangen zu gluckern, was mir im ersten Moment einen riesigen Schreck bereitet hat. Glücklicherweise war dies nach einigen Minuten, in dem der Kreislauf lief, wieder weg und die Wasserkühlung lief ganz normal ohne weitere Probleme. Ich habe die Wasserkühlung anfangs nur bei Basistakt meiner CPU verwendet und das Ergebnis von maximal 30 Grad auf einem 3 GHz schnellen Ryzen 7 1700 kann sich sehen lassen. Dann dachte ich mir aber, eine Wasserkühlung sollte ja auch die Leistung beim Übertakten erbringen können. Und so habe ich mal den Test mit meiner Ryzen 7 1700 auf 3,78 GHz versucht mit einer Spannung von 1,351 Volt. Der Stresstest hierbei ergab eine maximale Temperatur von 46 Grad, was ich jetzt nicht als hoch empfinde. Auch beim Gaming ließ mich die Master Liquid nicht im Stich. Bei Battlefield 1 auf Ultra erreichte ich eine Temperatur von maximal 48 Grad bei einer Lüfterdrehzahl von 1043 Umdrehungen pro Minute und einer Pumpendrehzahl von 2700 Umdrehungen pro Minute. Natürlich könnte ich euch jetzt noch mehr Games testen, vergleichen und aufzählen, aber ich denke mal, Battlefield 1 auf Ultra ist ein sehr gutes Beispiel. Für nur 90 Euro bekommt ihr nicht nur eine 240mm große Kompaktwasserkühlung, die euch ob Videorendern oder Zocken niemals im Stich lässt, sondern auch eine, die leise läuft, eine Wahnsinnskühlleistung besitzt und noch dazu alles mitbringt, was ihr benötigt. Wie gesagt, ist das einzig Negative, dass die Pumpe sehr klobig aussieht, die Schläuche sehr unflexibel sind und dieses komische Plätschern bei längerer Inaktivität.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mit diesen Kleinigkeiten gut leben kann und der weiße Cooler Master Schriftzug sehr gut in meinem sonst roten System reinpasst. Gegen das Aussehen kann man auch auf die etwas teure Master Liquid Pro 240 umsteigen, welche ich aber noch nicht testen konnte. Vielleicht ist Cooler Master so freundlich und kann mir diese zur Verfügung stellen, um euch zu zeigen, wie gut die Pro-Variante ist. Alles in allem kann ich ohne schlechtes Gewissen behaupten, dass die Cooler Master Master Liquid 240 eine echte Kaufempfehlung ist. Wenn ihr mehr von Kompaktwasserkühlungen sehen wollt, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir doch, welche Wasserkühlung ihr gerne als nächstes sehen wollt. Falls die Wasserkühlung, die du sehen möchtest, schon in den Kommentaren vorhanden ist, dann vote den Kommentar doch nach oben, sodass ich es sehen kann, was ihr haben wollt. Ich werde dann versuchen, ein Exemplar der Wasserkühlung zu bekommen, um sie euch vorstellen zu können. Mit diesen letzten Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Michi, der Techtrixer. Ciao.